Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben ihren Wunschzettel schon ausgefüllt. Aber ich weiß auch, viele Jugendliche haben einen Wunsch, der nicht ganz so einfach zu erfüllen ist. Nämlich den perfekten Ausbildungsplatz. Natürlich muss die Arbeit Spaß machen, die Kollegen müssen nett sein und er muss berufliche Perspektiven bieten. Wir haben einen solchen Ausbildungsplatz gefunden, nämlich bei der Firma Schunk in Heuchelheim und waren dort im Ausbildungszentrum vor Ort und haben uns das mal angeschaut. Und diesen Beitrag gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Mensch, so viele junge Leute hier. Ob das alles Azubis sind? Hier im Ausbildungszentrum von Schunk in Heuchelheim kann man 15 verschiedene Ausbildungsberufe erlernen. Mal sehen, ob wir jemanden finden, der uns ein bisschen herumführt. Am besten natürlich der Leiter des Ausbildungszentrums. Na, dann seid ihr bei mir genau richtig. Ich bin der Jens Krombach und seit 17 Jahren Ausbilder bei der Firma Schunk. Hier befinden wir uns in unserem Ausbildungszentrum und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich hier gelernt habe. Hier beginnt das erste Ausbildungsjahr, egal was die Jugendlichen für einen Beruf gewählt haben, vom Industriemechaniker bis zum Mechatroniker. Neben Drehen, Fräsen und Schleifen stehen im ersten Ausbildungsjahr auch Themen wie Pneumatik, Steuerungstechnik, Schweißen, Umformen, Qualitätssicherung und Messen auf dem Programm der Azubis. Im Betriebsunterricht werden die Azubis neben dem schulischen Unterricht zum Beispiel auf Prüfungen vorbereitet. Wie es in den darauffolgenden Jahren weitergeht, das erzählen euch die Azubis am besten jetzt selber. Dann gehen wir doch mal zu Anna. Sie macht gerade eine Ausbildung zur Industriemechanikerin. Als Industriemechaniker wartet man nach seiner Ausbildung große Industriemaschinen und kann diese reparieren und instand halten. Mich hat das immer interessiert, große Industriemaschinen fand ich faszinierend und auch die Mechanik dahinter, die dahinter steckt, fand ich super. Und deswegen wollte ich sowas gerne lernen. Also hier bei Schunk haben wir im ersten Lehrjahr viel Grundkenntnisse gelernt. Wir haben halt sehr viel gefeilt und ein bisschen gebohrt. Und im zweiten Lehrjahr sind wir an die Maschinen gegangen, an die Dreh- und Fräsmaschinen sowie zum Schweißen. Die Ausbildung gefällt mir sehr gut. Es macht hier viel Spaß und ist sehr vielfältig. Auch die Ausbilder sind wirklich nett. Das ist auch nicht gelogen. Im zweiten Ausbildungsjahr lernt man schon die Bedienung von CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen oder auch den Umgang mit Pneumatik- oder Hydraulikanlagen, wie der Auszubildende Laurenz uns verrät. Ich mache gerade die Grundlagen der Pneumatik, das ist Steuerungstechnik. Am Anfang der Ausbildung, da mache ich Sägen, Feilen, Bohren. Nach der Abschlussprüfung Teil 1 kommen wir dann in die Abteilung und das wird bestimmt spannend, weil das was anderes ist. Als angehender Maschinen- und Anlagenführer steuert und überwacht Yannick Steinmüller die Produktion von Sintermetallprodukten. In einer Presse werden aus Metallpulver präzise Bauteile für die Automobilindustrie geformt. Dabei muss die hohe Qualität gewährleistet sein. Bevor die Formteile in einem Ofen verfestigt werden, überprüft Yannick stichprobenartig die erforderliche Maßgenauigkeit der Teile. Ganz schön viel Verantwortung im zweiten Ausbildungsjahr. Also, Tüftler und Multitalente aufgepasst. Hier werden eine Vielzahl spannender und technischer Berufe geboten. Na, neugierig geworden? Dann klickt euch rein unter www.techtv.de.